Hallo Freunde, hier ist der Mike und heute will ich euch mal einen echt geilen und guten Erfahrungstipp geben. Das ist ein Tipp, den habe ich bisher immer nur in meiner Mastermind-Gruppe und in meinen 1:1-Coaching, also mit meinen Coaching-Teilnehmern gegeben. Und wenn du jetzt so ein Fragezeichen über den Kopf hast, ganz kurz erklärt, ja, du kannst bei mir auch Coachings buchen. Bisher habe ich das aber immer nur auf Anfrage gemacht. Und ab nun kannst du es auch ganz offiziell über meinen DJ-Store machen. Dazu aber gerne am Ende mehr. Erstmal geht's jetzt los mit dem Tipp. Mein Name ist Mike. Ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Also, der heutige Tipp, und der gilt nicht nur für DJs, sondern wirklich auch für andere Hochzeitsdienstleister. Also, wenn du als DJ das allererste Mal auf einer Hochzeitsmesse ausstellst, dann wirst du wahrscheinlich je nach Größe der Messe feststellen, dass Kundenansprechen gar nicht so leicht ist und viele Kunden, bis sie an deinen Stand überhaupt mal vorbeikommen, an vielen anderen Ständen schon vorbeikamen und von so vielen anderen Dienstleistern und Ständen auch schon angequatscht wurden. Ja, da laufen sie wahrscheinlich schnell mit so Scheuklappen an dir vorbei. Und selbst wenn mal jemand an deinem Stand ist, sich mit dir unterhält und auch Interesse bekundet, ja, dann nimmt er oft so eine Visitenkarte und einen Flyer mit nach Hause und sagt, ja, er meldet sich dann bei Interesse. Kennst du bestimmt. Und wie viele davon melden sich dann? Die Quote dazu ist sehr, sehr gering. Und bei den ganzen Ausstellern und unzähligen Visitenkarten, die der Kunde an dem Tag dann auch mitgenommen hat, ja, da gehst du schnell in der Masse unter. Also, was kann man hier machen? Und jetzt pass auf, veranstalte ein Gewinnspiel und biete etwas an, was dein potenzieller Kunde natürlich auch unbedingt haben will oder von dem er ganz, ganz stark profitiert. Das kann entweder eine Service-Dienstleistung sein oder auch etwas anderes von dir. Aber bitte, bitte kein Rabattgutschein für deine Dienstleistung, den, wenn man gewinnt, dann auch nur einlösen kann, wenn der Termin für deine Buchung dann auch frei ist. Ey, das ist totaler Quark. Bitte auch keine Rabatte, die von irgendwas anderem noch abhängig sind, sondern wirklich etwas, von dem der Kunde auch direkt profitiert und das nicht von deiner Buchung oder irgendetwas anderem abhängig ist. Selbst wenn du jetzt nichts Aktives hast, was dir direkt einfällt, dann empfehle ich, nimm doch einen 50€ Amazon-Gutschein. Hey, den kann man immer gebrauchen. Und damit erreichst du auch jeden deiner potenziellen Kunden. Und um dann am Gewinnspiel teilzunehmen, dann müssen sich die Kunden vor Ort nur mit ihrem Namen, ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in eine Liste eintragen. Und dann wird einige Tage nach der Messe ausgelost und der Kunde wird benachrichtigt, ob er gewonnen hat oder nicht. Und genau das ist der Clou. Denn nun hast du die Kontaktdaten von vielen, vielen potenziellen Kunden. Und du informierst natürlich auch jeden, der teilgenommen hat. Auch den, der gewonnen hat, plus auch die, die nicht gewonnen haben. Und die, die nicht gewonnen haben, den schickst du dann eine E-Mail oder du rufst sie an und sagst, hallo, wir haben uns auf der Messe so und so kennengelernt, ich bin der DJ XY, bei dem ihr an dem Gewinnspiel teilgenommen habt. Bestimmt erinnert ihr euch noch. Leider muss ich euch aber mitteilen, ihr habt nicht gewonnen. Aber dennoch möchte ich euch ein ganz persönliches DJ-Angebot machen und das sieht dann so aus. Dann kannst du reinschreiben, DJ-Leistung XY für Summe X anstatt für Summe Y, also wirklich ein ganz spezielles Angebot. Und zack, habt ihr einen Kunden, der sich ursprünglich ohne dieses Gewinnspiel auf der Messe, der wäre wahrscheinlich komplett verloren gegangen, ohne dass ihr ihm ein festes Angebot hättet schicken können. Aber das habt ihr ja nun getan. Und eventuell habt ihr so natürlich auch direkt eine feste Buchung in der Tasche.
Und so eine Hochzeitsmesse, je nach Größe, hey, die kostet richtig Geld. Also zieht auch bitte die Bookings aus dieser Messe raus, die ihr auch verdient habt dafür. Und das mit dem Gewinnspiel ist ein System, was unheimlich gut funktioniert. Und wie ich schon sagte, das ist ein ganz exklusiver Tipp. Also ein Tipp, den gab ich bisher wirklich nur meinen Coaching-Teilnehmern oder auch den Jungs in meiner Mastermind-Gruppe. Und wenn du Lust hast, mehr Tipps dieser Art oder auch Unterstützung in Form eines Coachings zum Beispiel möchtest, ja, dann schau doch mal in meinem DJ-Store vorbei. Hier kannst du Coachings anfragen oder auch direkt buchen. Ja, und das war's auch schon mit meinem Tipp heute zum Thema Hochzeitsmessen und wie du dort um einiges besser rocken kannst. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du profitierst genauso von diesem Tipp, wie ich das getan habe. Und wenn dir dieser Tipp geholfen hat, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Willst du zukünftig zudem mehr Tipps, Tutorials oder auch Einblicke in mein DJ-Dasein sehen, dann abonniere doch ganz einfach meinen YouTube-Kanal direkt hier oben links. Dann sehen wir uns in zukünftigen Videos schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Mach's gut, der Mike.